Willkommen Leute zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft und ja, ich glaube am Ende der letzten Folge war das Haus ja noch nicht ganz fertig und ich habe das dann offscreen noch ein bisschen fertig gebaut hier und ja, ich denke mal, es ist auf jeden Fall ganz cool geworden und wir könnten jetzt theoretisch hier angeln, was ich natürlich aber nicht mache, weil naja, da bräuchte ich schon ein gutes Thema, um dann auch wirklich durchgehend ja, eine gute Folge hinzukriegen. Ansonsten würde ich hier nicht nur rumstehen wollen und angeln und ja, keine Ahnung, das wäre dann doch ein bisschen langweilig auf Dauer. Also weiß ich noch nicht, vielleicht mache ich das mal offscreen auch, könnte ich theoretisch auch mal machen. Oder eine Timelapse, das wäre eigentlich das Beste. Dass ich eine Timelapse mache, dass ich vielleicht so eine Stunde aufnehme mal und ja, das dann auf 15 Minuten mache und dann nochmal nachkommentieren mit dem Thema. Ich denke mal, das wäre das Beste. Ja, hatte ich auch schon mal gemacht früher. Und ja, das war damals in einem Minecraft Sky Island Projekt. 2014 war das, im Sommer. Und das hat eigentlich ziemlich Bock gemacht, muss ich ja sagen. Aber ich habe heutzutage nicht mehr so viel Zeit, um sowas mal eben zu machen. Also mal sehen, vielleicht kommt sowas ja mal irgendwann. Aber jetzt in nächster Zeit erstmal nicht. Und wegen dem einen Blatt gehe ich ja jetzt nicht hin. So, wir wollten ja jetzt als nächstes die Ender Farm bauen. Beziehungsweise das mit der Mending-Rüstung ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen, ne? Da wäre natürlich Angeln auch wieder eine gute Lösung für die Mending-Rüstung, ist mir so eingefallen letztens mal. Aber, ja, ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt, zwingend, ja, keine Ahnung, angeln will. Nur wegen Mending, weil da brauchst du halt auch sehr viel Glück und, ja, wie gesagt, ich habe auch nicht so viel Zeit, und ich will jetzt nicht jede Folge irgendwie angeln, deswegen, lassen wir das wahrscheinlich erstmal. Mit der Rüstung, auch wenn ich das gerne machen würde, aber es lässt sich zurzeit einfach nicht umsetzen für mich, ja. Ich könnte auch irgendwie sowas machen, dass ich jede Folge 5 Minuten am Ende angeln tue. Voll die gute Grammatik. Das ist aber auch nicht so geil im Endeffekt, weil, ja, da muss ich halt jede Folge dran denken und immer meine Arbeit unterbrechen. Und das möchte ich auch nicht unbedingt, ne, deswegen, naja. Ansonsten wird es jetzt sowieso vom Minecraft Let's Play hier erstmal eine kleine Pause geben auf meinem Kanal. Also, ja, eine etwas längere. Sonst hatten wir ja immer so eine Woche oder anderthalb Wochen, sage ich mal, dazwischen. Und jetzt werden aber wahrscheinlich mal ein paar mehr Wochen dazwischen sein. Weil ich jetzt einfach erstmal ein paar andere Videos bringen möchte und nicht zu viel vor allem auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mache ich hiervon erstmal eine kleine Pause. Und ich möchte ja sowieso irgendwann dann anfangen und hier einen Upload-Plan machen und so, ne? Und da müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Vielleicht produziere ich die schon vor. Und ich gucke dann mal. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Aber das mit dem Upload-Plan möchte ich auf jeden Fall umsetzen. Das ist eigentlich eine gute Idee, wie ich finde. Und ja, deswegen können wir das auf jeden Fall machen. So, aber ich glaube, ich kann hier gar nicht so viel raustun. Ah ja, stimmt. Die Redstone-Blöcke hatte ich ja noch dabei wegen dem Experiment am Fischerhaus. Was ja auch nicht so ganz geklappt hat. Naja, ist ja egal. Ansonsten, ja, gucken wir dann erstmal. Ich denke mal, es ist kein Problem, wenn es hier so eine kleine Pause geben wird. Von dem Let's Play. Das wollte ich eigentlich heute nur mal so ankündigen. Und währenddessen den Raum bauen. Ich weiß aber noch nicht wo. Vielleicht hier hinten irgendwie, da rein. Ja, da wäre, glaube ich, Platz. Also es würde gehen. Oder, na, ich würde am liebsten hier die Anbindung machen, aber da ist alles irgendwie voll, ne? Ist ein bisschen schlecht. Vielleicht kann ich hier noch irgendwie gucken, dass ich da durchgehe. Da haben wir jetzt eben nur dieses komische leere Ding, was wir eh nicht brauchen. Könnten theoretisch Bücherregale hin und lol. Hier habe ich ja noch Zäune. Hä, das ist noch voll unfertig da. Moment mal, was fehlt denn da noch? Da fehlen nur die Zäune, oder? Na, dann setze ich die mal kurz hin. Oh, ich habe die sogar noch dabei, lol. Ja, das geht da natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich die vergessen habe, da noch zu setzen. Da habe ich irgendwie eine ganze Folge dran gearbeitet und dann nicht mal daran gedacht. Na toll. Ja, da würde ich sagen, vielleicht kann man das hier unten machen irgendwo. Aber da kann ich auch nicht mehr so weit raus, weil da ist dann Ende vom Berg, ne? Hm. Ist ein bisschen schlecht. Ja, da würde ich sagen, machen wir das eben hier unten. Da müsste es eigentlich noch weitergehen, hier auf der Seite im Berg. Und dann machen wir hier so eine kleine Farm tatsächlich. Weil hier wusste ich eh immer nicht, was hier hin soll. Und ich denke mal, hier ist ein guter Knotenpunkt, wo wir sowas auf jeden Fall mal machen können.
Und ja, ich denke mal, das mit dem Design hier werde ich dann sowieso nochmal ändern. Ja, ich denke mal, das ist schon der beste Weg. Die beste Entscheidung, wie auch immer. Und da werde ich hier so einen Dreiergang machen. Und den werde ich auch nicht mit meiner Eisenspitzhacke ausheben, sondern bitte mit einer Diaspitzhacke. Und deswegen gehe ich wahrscheinlich gleich mal zurück zu meinem anderen Dorf. Oh ne, hier ist eine. Ja gut, die hat nur Effizienz 3. Das ist ja voll lahm. Da muss ich mal eine andere nehmen. Moment. Da gehe ich mal ganz kurz zu meinem anderen Punkt. Aber ich weiß auch gar nicht, warum habe ich denn die Schaufel dabei zum Beispiel und die anderen Geräte nicht. Ich muss noch mal gucken. Ich gehe mal zum, nicht zum Spawn. Obwohl, jemand hat sich mal gewünscht, dass ich den Spawn auch mal zeige. Ich denke mal, ja, ist jetzt nicht allzu spannend, muss ich ja sagen. Gibt's jetzt nicht so viel zu sehen. Ist halt irgendwie so ein historischer Ort, weil hier bin ich halt gespawnt damals in Folge 1, ne? Das ist voll krass irgendwie. Hier hätte ich gerne irgendwie auch noch was gebaut, aber ich weiß halt nicht was. Die ganzen Setzlinge sind immer noch nicht gewachsen. Die habe ich auch schon vor 200 Folgen vielleicht gepflanzt, keine Ahnung. Oder 150. Ja, aber ich war ja halt nie hier, ne? In der Gegend. Da kann das mal passieren. So, dann gehe ich mal zur Savanne, würde ich sagen. So. Ender Chest brauche ich nicht gucken. Hier waren wir auch in letzter Zeit etwas öfter. Ja, aber da ist leider auch nichts drin. Wo war denn jetzt hier das Command Block? Ach, da vorne, gell? Mann. Ist immer verwirrend irgendwie. So. Waldsiedlung. Und es wird Nacht. Da kann ich mich gleich mal hier hinlegen am besten. Ah, ich habe hier gar keine Geräte. Habe ich die jetzt etwa in den Kisten schon gehabt, wo ich jetzt letztens war? Ich weiß es gar nicht. Ich kann ja nochmal hier runter ins Lager gucken. Vielleicht waren sie hier drin. Hier irgendwo hatte ich doch Geräte und Werkzeuge gedingst. Ah, hier. Okay, die hatten Effizienz 4 und Glück. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen hier. Ich denke mal, wir könnten die Effizienz 4 vielleicht irgendwie verbinden oder so. Ich weiß es nicht. Oder soll ich einfach eine neue verzaubern? Ich habe eh genug Level und dann kann ich die hier verbinden oder ich weiß es nicht. Also, eigentlich wäre es ja gut, wenn ich die alte Effizienz 3 mit der hier verbinde, ne? Vielleicht kriegen wir Effizienz 4 nochmal raus, weil ich will ehrlich gesagt meine Glücksspitzhacke und meine Behutsamkeit hier lassen. Am liebsten würde ich die Geräte hier allgemein unangetastet lassen, weil, keine Ahnung, ich will die nicht kaputt machen nach so langer Zeit oder so. Naja, dann mache ich mir einfach mal eine neue Spitzhacke, am besten von den Diamanten, die gleich hier sind. Da muss ich jetzt nicht so weit laufen. Und da verbraucht man die auch mal, ne? Ich will ja hier nicht ewig Diamanten rumlungern haben und nie gebrauchen können. Oder, ja, ich kann sie ja gebrauchen, das ist ja das Schlimme. So, dann gehe ich. Ah ne, ich gehe jetzt einfach gar nicht schlafen, komm. Lohnt sich eh nicht, dann backt wieder nur alles rum. Ich gehe jetzt einfach mal nach Hause. Ich habe ja sowieso gerade zu tun im Verzauberungsraum, da kann man das auch gleich passend dort erledigen. Und ja, da gucke ich mal nach Lapis Lazuli. Nehme ich mal hier einfach ein Stack mit. Und dann gehen wir mal ganz kurz hierher und ich hoffe mal, dass ich was Ordentliches draufkriege auf die Spitzhacke. So, Haltbarkeit 3, Effizienz 1, ja, das nehmen wir nicht. Ja, toll, Behutsamkeit kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das ist ja wieder scheiße eigentlich, ne? Muss ich ja sagen, also, sonst würde man sich freuen, aber ich überhaupt nicht gerade. Soll ich nochmal 3 Diamanten verschwenden? Für eine Spitzhacke. Aber man kann man nicht die Verzauberung irgendwie entfernen, ey. Das wäre so praktisch, ne? Ohne Witz. Das müsste man echt mal irgendwie einführen können. Ja, aber das wäre, glaube ich, zu OP oder so. Keine Ahnung. So, Moment. Dann mache ich hier mal ein bisschen Effizienz 4. Sehr schön. Okay, beim zweiten Versuch hat es dann immerhin funktioniert. Und ich muss mal irgendwann meine ganzen Geräte mal zusammensuchen am besten. So, da mache ich jetzt erstmal das und das. Das sind 19 und andersrum sind es 17. Gut, dann mache ich so. Dann hier. Effizienz 4, Haltbarkeit. Ach du Scheiße, Effizienz 5 kostet aber ziemlich viel. Und andersrum. Ja, logischerweise genauso viel. Weil das ja genau dieselbe Spitzhacke ist im Prinzip. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach die Spitzhacke und ich heb hier schon mal den Raum aus. Ich wollte damit eigentlich heute schon viel, viel weiterkommen, als ich jetzt geschafft habe. Aber leider ist das eben nicht immer so möglich.
Und irgendwie hat der Block gerade rumgebackt. Kann das sein? Ich habe gerade nicht richtig hingeguckt. Keine Ahnung. Okay, ich hoffe mal, das Bild ist heute auch wieder ordentlich auf 1080p. Ich hatte irgendwie in der einen Folge einen richtigen Fail, also in Minecraft Timeline. Die ist jetzt schon etwas länger her. Ich glaube, ich hatte es noch nicht angesprochen seitdem. Aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal gesagt haben, dass mich das ein bisschen gestört hat, dass da das Bild einfach so verzerrt war, weil ich aus Versehen auf der falschen Auflösung aufgenommen habe, weil ich dachte eigentlich, ich habe mir meinen Monitor wie immer umgestellt von 1440x900 auf 1920x1000, ihr wisst schon, 1080p, ne? Hatte ich aber leider nicht umgestellt, deswegen hat er dann das Bild schlechter aufgenommen eigentlich. Und ich habe mich schon gewundert, warum das so lange zum Rendern gebraucht hat. Da hat er nämlich das Bild irgendwie noch so lang gezerrt oder breit gezerrt, eher gesagt. Und deswegen war unten die Taskbar auch so breit, so gefühlt, ne? Und ja, das war natürlich nicht so geil. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht dran gedacht habe, wie mir das passieren konnte. Sonst denke ich ja eigentlich immer dran, wenn ich an dem PC aufnehme, das umzustellen. Aber an dem einen Tag wahrscheinlich irgendwie nicht. Ja, und das ist natürlich ein bisschen schade. Denn, ja, ich mag sowas immer nicht, wenn man dann in einer Folge irgendwie so einen heftigen Fail drin hat. Aber ich konnte es ja dann auch nicht mehr reanimieren. Ich hätte die Folge halt nochmal aufnehmen müssen und, ja, das habe ich dann auch viel zu spät gemerkt gehabt, ne. Hätte ich sowieso dann nicht gemacht mehr, weil ich, sonst 40 Minuten Zeit verschwendet hätte. Und das ist schon ein ganz schön harter Tobak, oder wie man das sagt. Und deswegen habe ich es dann eben einfach so gelassen. Trotzdem ist es natürlich immer ärgerlich, sowas. Also ich kann sowas irgendwie mal nicht leiten. Ich würde das immer am liebsten alles einheitlich haben. Dass wirklich das Videoformat auch immer das gleiche ist und so weiter. Ja. Und das Bildformat etc. Und das stört mich dann halt übelst, wenn das einfach so, wenn ich weiß, dass es einfach so falsch ist, ja. Und keine Ahnung, das ist dann so richtig scheiße eigentlich immer. Naja. Ist ja jetzt auch egal, ist eben passiert und naja, kann ich nicht ändern. Auf jeden Fall, ja, ihr könnt ja nochmal Ideen vielleicht hier fürs Let's Play in die Kommentare schreiben, was ich noch so tun könnte in nächster Zeit. Da könnte ich nämlich meine To-Do-Liste mal erweitern hier an der Wand. Ich kann mir natürlich auch selber nochmal Sachen zusammensuchen, die ich irgendwann mal geplant hatte, aber nicht aufgeschrieben. Aber das ist natürlich auch mal ein bisschen langwierig, dann irgendwie sich zu erinnern und zu gucken, wo könnte ich das mal irgendwo erwähnt haben und, oder so. Und deswegen könnt ihr mir ja mal Kommentare schreiben oder so. Mir wurde auch mal irgendwie ein Kommentar geschrieben, dass ich einen Zeppelin bauen soll. Das habe ich noch in Erinnerung, da habe ich nämlich letztes Mal nachgeguckt. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig, ich weiß gar nicht. Also ich habe noch nie einen Zeppelin in Minecraft gebaut. Und das wäre auf jeden Fall sehr neu für mich. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Also da, keine Ahnung, ob ich sowas mal mache. Ich glaube eher nicht. Aber vielleicht mal irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß nicht, wollte ich mal nicht einen Park oder so bauen? Boah, keine Ahnung. Ich habe ja letztens in meiner privaten Welt so ein bisschen angefangen, ein bisschen Grünzeug zu bauen. Also so einen See, so einen Teich. Mit so ein paar Blumen da drum und ein bisschen Dekoration. Da habe ich mich so ein bisschen geübt tatsächlich. Das war ja in der Welt, die ich schon mal gezeigt habe, in Folge 330. Das war ja wie so eine Art Abo-Special, hat zumindest einer gesagt. Und naja, da habe ich dann eben jetzt schon mal ein bisschen weitergemacht und da habe ich eben mal so ein bisschen einen Park gebaut. Und vielleicht könnte ich ja sowas hier auch umsetzen in dem Let's Play. Das wäre eigentlich ganz cool so, ne? Weil die Ideen, die ich dort verwirklicht hatte, die haben mir echt gefallen. Und ja, ich weiß noch nicht. Also, keine Ahnung. Es ist halt jetzt auch hier im Bergbiom ein bisschen ungünstig mit einem Park. Ob sich das da umsetzen lässt, das weiß ich nicht. Und, naja, vielleicht bauen wir ja auch bald schon am Dorf weiter, da gibt es ja doch auch noch einiges zu tun. Ich wollte aber jetzt halt ein paar Folgen Abwechslung mal haben. Und ich denke mal, hier mit dem Enderraum, den ich jetzt hier bauen will, sind wir auch noch ein paar Folgen beschäftigt dann. Ja, die Fischerhütte, genau. Die Fischerhütte hat auch etwas länger gedauert, als ich wollte eigentlich. Muss ich ja sagen. Da wollte ich eigentlich nicht so lange für brauchen. Aber ja, ist dann eben so gekommen und dafür ist aber eigentlich auch ganz cool geworden. Ja, was mache ich denn? Habe ich irgendwie einen kompletten Knick in der Optik? Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall, so hoch soll der Raum werden. Ich werde dann mal gucken, wo ich dann hier um die Ecke gehe. Ich denke mal hier irgendwo. Einfach so freie Schnauze, sage ich jetzt mal. Und ja, da könnte man dann eben sowas ähnliches machen, wie ich in Minecraft Attack auf Iggets gemacht habe. Wo ich ja auch so einen großen Raum gebaut habe für die Enderpflanzen.
Aber hier werde ich es wahrscheinlich nicht ganz so groß bauen. Mal sehen. Ja, ich denke mal, wenn wir da ein paar Pflanzen hierher bauen, ist es eigentlich auch okay. Weil in Minecraft Attack hat das schon sehr, sehr lange gedauert. Und ich glaube, hier lasse ich es dann auch aus Cleanstone mit den Wänden. Weil ich glaube, das ist dann immer so ein Faktor, wenn man die Wände ausbauen will, das frisst immer sehr viel Zeit. Und wenn man das nämlich weglässt, beziehungsweise einfach Cleanstone hinmacht alles, dann geht das wesentlich schneller. Und ich glaube, so werde ich das auch machen. Dann, wir brauchen nämlich so schon lang genug. Und ich denke mal, ihr wollt ja auch nicht 20 Folgen lang sehen, wie ich nur diesen Raum baue. Gut, ich könnte auch hier wieder Timelapses machen, aber da ist natürlich zeittechnisch wieder schwierig umsetzbar. Und das weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwie hinkriege. Und da will ich auf jeden Fall nichts versprechen oder mich zu irgendwas zwingen, sondern Timelapses kommen nur dann, wenn ich wirklich Zeit habe und Lust. Weil sonst vergeht mir auch die Lust, wenn ich keine Zeit habe und mich trotzdem zwinge. Ja, ist einfach so. Und naja, deswegen würde ich sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann also erst in ein paar Wochen wieder. Mal sehen. Es werden jetzt wahrscheinlich erstmal so 3 Wochen keine Folgen kommen hier. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich denke mal, wenn ich dann ein paar Kommentare habe, kann ich dann auch wieder ordentlich loslegen. Und ich will ja dann ja ein bisschen mehr bringen vom Let's Play, auch vorproduziert dort, dann, was ich ja bisher mal wenig gemacht habe. Und naja, deswegen könnt ihr mir gerne was schreiben. Ich werde das dann alles versuchen umzusetzen. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Ich würde sagen, haut rein, bis dann. Und wir sind immerhin schon mal ein bisschen vorangekommen. Okay, tschüss.